Wiederhole ich das einfach nochmal für euch, für die Leute im Studio, für die Leute im Stream, zu Hause an den Empfangsgeräten. Dieser Talk enthält schnelles Bewegtbild und laute Töne und zackige Bildwechsel und alles sonst, was Dinge mit photosensitiver Epilepsie auslösen könnte. Bitte beachtet das, passt auf euch auf. Dankeschön. So, dann legen wir mal los. Was eine Demo ist, erklären wir danach. Wir zeigen, genau, zeig doch mal ein paar und dann ist die Frage. Mikro. Wollte sagen, zeig doch mal ein paar Demos und dann können wir immer noch checken, ob sie jetzt gecheckt haben, was Demos sind. Also wir fangen an, also die Nummer 1 Demo des heutigen Abends ist treffenderweise Number 1, ist eine Demo von einer Gruppe namens Fairlight. Und das Ganze wurde auf der Assembly 2018 gezeigt. Das hat nichts mit einem Kongress zu tun, das ist eine Veranstaltung in Helsinki. Ich glaube, das liegt irgendwo in Finnland. Aber können wir das Licht dann jetzt wieder ein bisschen runter? Dankeschön. Ich habe hier nur Amiga verstanden. Unter Linux wäre das nicht passiert. Kein Linux. Als Info, mich erreicht gerade die Info, die restlichen Taschen, falls ihr noch was sucht, findet ihr in Zukunft beim Sicherheitsdienst des ZKM. Und sonst so? Der Balken geht weiter. Der Balken geht in der Tat weiter. Oh oh. Ist das normal? Ja. Also das Ding ist, diese Demos, das sind ganz, ganz kleine Programme. Das ist auch irgendwie der Witz dabei, dass man die ganz, ganz klein machen muss. In dem Fall ist es nicht so wichtig, weil das war eine einfache PC-Demo. Aber die brauchen meistens ein bisschen Zeit, um sich selber zu entpacken. Das sind so, die benutzen so ziemlich den ganzen krassen Scheiß, den Viren benutzen. Und ja. Die ganzen Virenscanner kennen die auch meistens als Viren. Der Windows Defender hier ist übrigens ausgeschaltet. Thank you.
Geil. Wir starten einfach, um ein bisschen schneller voranzukommen, starten wir auch direkt das nächste. Das ist jetzt, das wäre jetzt Monoamin von Altair gezeigt auf der Demobit 2018 in Bratislava in der Slowakei. Man muss hier dazu sagen, dass
sieht cool aus, aber es ist noch cooler, als man eigentlich denkt, weil es ist alles in Echtzeit berechnet. Also bei den meisten Demos der Sound und bei eigentlich allen Demos die Visuals sind, werden berechnet, während wir die anschauen und nichts ist pre-rendered. Also, ich finde, da kann Couchsofa einpacken. Kann nix, nee, Quatsch. Übrigens noch eine Meldung für die Leute, die stehen. Das Ganze wird nochmal im Studio übertragen. Das heißt, ihr könnt euch da vielleicht einen Sitzplatz ergattern. Und da vorne sind auch noch 2, 3 Sitzplätze, also wo die Hände oben sind, da könnt ihr euch hinsetzen. Genau, so, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Du hast schon vorhin angedeutet, das Ganze wird live gerendert.
Und das Ganze waren jetzt Unlimited-Demos, das bedeutet was? Kein Size-Limit. Also viele von den Competitions auf Demo-Partys haben Size-Limits, aber in dem Fall wurde bewusst darauf verzichtet, und, um eben Kreativität komplett ausleben zu können da. Das ist auch, also ich fand tatsächlich an der Demo den Sound eigentlich am geilsten. Ich glaube, ihr sitzt alle im Sweet Spot dieser Anlage und ich kann mir nur vorstellen, wie toll das bei euch klingen musste. Und das Ganze kommt irgendwie woher? Also die nächste Kategorie, wir gehen als nächstes in diese 4K, wir gehen ins 4K-Land wandern. Das bedeutet 4 Kilobyte, oder? Genau, ja. Und da könnt ihr euch ja mal vorstellen, wenn ihr irgendwie eine Aufnahme von irgendwie jemand kurz auf dem Boden macht und speichert das als MP3, dann ist es meistens schon irgendwie 100 Kilobyte groß. Das heißt, wenn die gesamte ausführbare Datei schon deutlich kleiner ist als das, wir fangen jetzt gleich mit der 4K-Demo an, also diese gesamte Programme mit den Visuals. Die nächsten, die jetzt kommen, haben nur 4 Kilobyte Größe. Das heißt, das ist kein krasser Kompressionsalgorithmus, sondern das sind nur die Anweisungen, was dein Lautsprecher zu tun hat, also welche mathematischen Funktionen er zu beschreiben hat, damit das in euren Ohren genauso klingt, als würde genau dieser Sound produziert werden. Und Visuals, die Grafik ist halt genau dasselbe. Und ihr müsst euch, also in diesem Rechner steckt eine recht dicke Grafikkarte drin, die wir auch jetzt benutzen, und die kommt dadurch auch ordentlich in Spitzen. Also nur weil es klein ist, bedeutet lange nicht, dass es leicht ist. Ja. Deswegen hat er so lange gebraucht bei dem ersten Ding, weil das muss alles entpackt werden. Das ist super intensiv, auch wenn es oft aussieht wie Retro, das hätte man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen können. Weiteren wollen wir, glaube ich, weitermachen. Also, legen Sie los, Herr Wiegert. Wir machen dann auch direkt weiter. Ich wollte noch kurz erwähnen, das war Transient von LJ und Virgil und das wurde gezeigt auf der Deadline 2018 in Berlin und hat dort den ersten Platz in der Kategorie PC 4 Kilobyte belegt. Wir machen auch direkt weiter mit Koroljew
von LJ und Virgil. Die wurde auf der Evoke 2018 in Köln gezeigt und hat ebenfalls den ersten Platz gemacht. Also die zwei machen es scheinbar irgendwie gut. Das waren 4 Kilobyte. Das könntet ihr, wenn ihr lang genug Zeit habt, das könntet ihr an einem Tag runterschreiben. Wir machen auch gleich direkt weiter mit einer Demo von Nusan, die auf der Revision 2019 gezeigt wurde. Das findet irgendwo in diesem Saarland statt. Ich habe gesehen, hier sind ein paar Leute auf der Revision gewesen. Hände hoch. Zu wenige. Geht mehr Leute hin. Ach so, ja, ich muss auch noch. genau, so wurde auf der Revision gezeigt, hat dort den 3. Platz belegt im Public Vote. Allerdings glaube ich, dass es eine sehr, sehr schöne Demo ist und deswegen haben wir sie auch ausgesucht. Legen Sie los.
Ich hab ganz vergessen zu erwähnen, wie sie heißt. Die hieß Nightmist. Wollen wir noch die 4K-Kategorie abschließen? Dann machen wir das. Als nächstes kommt In the End von Fairlight. Wurde ebenfalls auf der Revision gezeigt und hat sich eine Position vor Nightmares platziert auf dem zweiten Platz. Dauert alles ein bisschen. Das man muss also keinen Ladebalken zeigen, wenn man precalkt. Ja, also wahrscheinlich war einfach kein Platz für einen Ladebalken, war irgendwie 8 Byte zu groß oder so. Da werden die Byte abgezählt, ne? Also zwischendrin, da seht ihr immer wieder irgendwelche Namen, die erwähnt werden, jetzt nicht in der Kategorie, aber in den größeren. Das sind sogenannte Shoutouts. So, jetzt geht's los. Das Zeug ist alles größer als ein Hello World in Go. Wir machen jetzt mal weiter. Die Kategorie hat Manx benannt als Weird Platforms. Die erste ist eine Web 4K-Demo. Bedeutet, das ist JavaScript von Halfbit Cheese, MFX und Spinning Kids. Das Ganze wurde auf der Revision gezeigt in Saarbrücken. Und hat dort den ersten Platz belegt und davon wollen wir das Video zeigen, weil wir haben das nicht irgendwie ordentlich zum Rendern gekriegt. Also wir zeigen das jetzt aus der Konserve, sorry Leute. Größer.
So, als nächstes, nachdem das Ganze ruhiger war, werden wir jetzt auf die nächste Demo übergehen, die nicht im Chrome lief, das ist auch eine Webdemo. Sogenannte Flatshed Society, und das Ganze ist ein etwas aufmunterteres, etwas heitereres Ding. Das ist ein Invite. So schickt man Einladungen, man verschickt keine Poster, man verschickt Demos. Flatshed Society. So, ich hoffe, die Stimmung ist also jetzt aufgehellt. Ich glaube, das ist der Fall. Kann ich es mal kurz irgendwie erwähnen, weil man es hierbei wieder gemerkt hat, wenn man sich fragt, wo ist die Demoszene eigentlich groß? Aus irgendeinem Grund, also Deutschland ist irgendwie sehr viel los. Ansonsten, die skandinavischen Länder sind da auch sehr gut dabei. Und ansonsten gibt es vereinzelt in Holland, in Polen, in Frankreich Leute irgendwie in den USA einfach nichts, aber die sind eh kein Vorbild für irgendwen. Aber das ist halt krass. Auch wenn er immer irgendwie Revision sagt, das ist halt die weltgrößte Demo-Party, kommen 1000 Leute über 3 Tage und die meisten sind auch viel kleiner, in Finnland teilweise 3 Leute, und die haben halt Bock auf das. So, als nächstes nehmen wir nämlich ein kleines Schmankerl. Schreibt mit NinjaDev an, die machen das. Wenn jemand einen Invite für die GPN20 schreibt, schreibt mir eine Mail. Wir machen das gerne. So, als nächstes ist es eine Demo, die ist speziell gewidmet an eine Gruppe, die hier sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit reinsteckt, nämlich das Phone Operations Center. Kurzer Applaus. Und zwar, selbst Telefone bleiben von Demos nicht verschont. Tja, Mats ab oder wie das heißt. Wir haben leider kein Telefon da. Also kein Z80.
So, nächstes Jahr möchte ich Demos auf Toastern sehen. So, wir machen noch weiter, weil wir müssen leider ein bisschen Gas geben. Dieses Mal ist es eine Demo von der Newcomerin des Jahres, auf der Revision ausgezeichnet mit dem Meteorics Award. Und Subi, auch jemand, der nicht so neu, nicht so alt ist in der Szene. Das ist eine Demo für einen Mac geschrieben und vorgestellt wurde das Ganze auf der Nova 2018. Ich sag mal nicht, wie die Demo heißt. Ihr werdet das sehr schnell feststellen. Sehr schnell. Danke. Also, wenig überraschend wahrscheinlich, das Ding hieß die Emoji-Demo. Ich fand es ganz witzig, auf dem Mac mit Emojis diese Animation zu machen, fand schon witzig. So, eine Plattform haben wir jetzt vergessen. Welche? Richtig! Siehst du, ich dachte, ich kenne meine Pappenheimer. Das ist tatsächlich eine Amiga-Demo von The Black Lotus. Darf man die inzwischen spielen? Das war ein Magic-Witz für 200. Das war das Ding. jemand hat da gerade gelitten. Keine Ursache, mache ich gerne. Die hat tatsächlich unter den Amiga-Demos auf der Revision 2019 den ersten Platz belegt. Und wir schauen uns jetzt das Video an, weil wir haben kein Amiga da. Sorry. Thank you.
Wow. Also die nächste Demo wird ein bisschen laden. Also jetzt sitze ich mein Verständnis, wie man das hinkriegt, auf so einer kleinen Plattform sowas zu schaffen. Hast du eine Ahnung, Fifth? Nein, aber für die Person, die unter die letzte Demo-Show geschrieben hat, wo sind denn bei den ganzen neuen Demos diese Stories, die die damals erzählt haben? Da sind sie. Ja, also dieses Jahr gab es tatsächlich recht wenig Stories. Die nächste Demo ist nennt sich From the Seas to the Stars, ist eine 8K-Demo, also 8 Kilobyte, Kategorie von EOS und wurde auf der Evoke gezeigt und hat irgendwie nur den dritten Platz belegt. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr, sehr schöne Demo, braucht allerdings, wie ich schon vorhin erwähnt habe, so eine Demo braucht ewig zum Laden, weil sie sich selber entpacken muss, dann muss sie das Entpackte nochmal entpacken und pipapo. Wie funktioniert das genau? Kannst du uns bestimmt was zu erzählen? Ja, also ein Großteil des Ladebalkens geht natürlich dafür drauf, dass die Shader alle kompiliert werden müssen. Also die Shader sind in-source im Executable gespeichert und die müssen auf der CPU kompiliert werden und das dauert halt seine Zeit. Wenn man das unsmart macht, dann dauert es noch länger. Natürlich, unsmart ist ein Trade-off, muss man sagen, weil kleiner heißt nicht unbedingt, es kompiliert schneller und da muss man sich sehr schlau anstellen, um eine annehmbare Ladezeit gegen überhaupt was Cooles zeigen zu können, irgendwie eintauschen zu können. Und jetzt im Falle dieser 8K-Demos ist ein guter Teil des Ladebalkens auch für dem Synthesizer geschuldet, der auch eine Weile zu übersetzen braucht. Also das alles die Musik ist schuld? In dem Fall ja. Aber in vielen anderen Fällen, zum Beispiel bei der Fairlight-Demo am Anfang, war es wohl eher die Grafik, weil
ich gehe mal davon aus, ich habe den Source Code zwar nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass bei dieser Demo da viel gesprochener Text drin war, der sehr natürlich klang, dass nicht die Musik nicht gerendert war oder berechnet und deswegen war das eigentlich nur Grafik, die übersetzt wurde, die da im Ladebalken zu sehen war. Ja, ich glaube, Sprache zu synthetisieren, da arbeiten, da können sich Leute kaputt dran arbeiten. Pünktlich. Ich würde sagen, die Wartezeit hat sich gelohnt. Ist immer wieder faszinierend. Wir müssen leider, weil wir ein bisschen mit der Zeit hinterher hängen, müssen wir eine Demo überspringen, nennt sich Haunted. War von den Loonies of the Revision, hat den ersten Platz in der 8K-Kategorie belegt. Kann ich wirklich sehr empfehlen, ist eine sehr beeindruckende Demo, aber... wir überspringen sie nicht nur wegen Zeitgründen. Schaut ihr euch nachts zu Hause alleine an? Ja. Am besten in einem Haus, wo alles knarzt. Haunted ist Programm.
So, als nächstes gehen wir wieder in die PC-Demos, in die Unlimited. Die nächste könnte man auch sagen, ist in der 262 Megabyte-Kategorie. Byte. Megabyte. Wurde auf der Revision 2019 gezeigt und hat dort den zweiten Platz in der PC-Demo-Kategorie belegt und wurde von Cocoon eingereicht. Die sind cool. Hast du mit denen zu tun? Weiß nicht. Okay. Bar, bitte 3 Chunk mit Alkohol und einen ohne. Der Fahrer hier muss nüchtern bleiben.
Wow. Als nächstes starten wir Bad Syndrome von Epoch. Das hat auf der Vortex 2018 in der Kategorie PC-Demo den ersten Platz belegt. Startet auch gleich. Auch eine Notch-Demo. Notch ist eine Grafik-Engine, die hat Fairlight geschrieben. Die wird auch außerhalb der Demoszene verwendet für professionelle Anwendungen. Ich habe nicht gesehen, wo es da in diesem Video um den Kurort Bad Syndrom ging. Schlechte Witze, präsentiert von Madonius und Fifth. Als nächstes gehen wir weiter zu einem Hirnwurm. Brainworm heißt die Demo. Ist eine 64K-Demo von der Gruppe Polarity, wurde auf der Revision gezeigt und hat dort Platz 4 gemacht. Und wir warten gerade darauf, dass sie lädt, oder? Ja, jetzt schon. Okay. Okay, nicht mehr.
So. Also, diese Demo habe ich festgestellt, das war die, wo die selber angegeben haben, die war sehr stark inspiriert von The Glitch Mob, falls jemand diese Gruppe nicht kennt. Erzähl mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Demo und einem Intro? Naja, das eine hat ein Size-Limit und das andere nicht. Okay, danke. So, lädt die andere schon? Nein. Eigentlich habe ich gedacht, also weil wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten, deswegen warten wir jetzt einfach die Ladezeiten ab, um euch zu labern. Das ist gut für euch und gut für die Zeit. Der will was von dir. Einfach okay glücken, das macht man doch bei sowas. Schön. Diese Demo hieß Atlas und wie man gesehen hat, war sie von Monat und Macau Exports auf Pue. Das ist irgendwie das Forum, was in der Demoszene hauptsächlich benutzt wird. Hat sich jemand beschwert, die Booster schauen so klein aus wie die Rakete. Und dann hat der Autor gemeint, so beschwer dich bei der ESA, das sind die Dimensionen der Ariane 5. So, als nächstes gehen wir weiter zur Dope on Wax. Die wurde ebenfalls wie die Atlas auf der Revision gezeigt. Hat dort allerdings im Gegensatz zu Atlas, die den dritten Platz belegt hat, den ersten belegt. Dann Mats ab. Das braucht auch noch ein bisschen. Thank you.
Ja. Geil. Fällt mir zu, nichts anderes zu ein. Wir müssen leider wieder eine überspringen. Und zwar heißt die The Razor is Dead. Das war eine Antwort auf The Scene is Dead von Razor 1911. Ja, sorry Leute. Die Zeit, die ich gerade verballer. Die nächste Demo, die kriegen wir beim besten Willen nicht zum Rendern. Die läuft auf keiner Hardware, die man heutzutage kaufen kann. Das heißt, wir zeigen euch ein Video aus der Dose, nennt sich The Jade Room von LJ und Alcatraz. Wurde auf der Revision gezeigt, hat selbst dort geruckelt und war dort auf dem zweiten Platz. Wollen wir die rendern? Wollen wir, also, okay, die Regie hat gesagt, wir wollen die rendern. Tut mir leid. Das ist, also, meine Notizen sagen Ruckel AF. Also. Oh, wow. Es ruckelt. Ruckel, ruckel, yeah. Thank you.
simulation terminated. Quantum results fully computed. Please inform the president that the revision 2019 simulation is fully completed. Ja, falls ihr euch fragt, warum wir uns zwischendurch einen Ast gelacht haben, als die Zeitungen zu sehen waren, da waren sehr viele Hinweise auf Demogruppen versteckt, also in den Texten. Die alle ausgerottet wurden oder gestorben sind oder sowas. da kam ein True Story aus dem Off. Ich glaube, Wessel haben wir nicht. Haben, ist auf dem Stick. Wir suchen gerade eine... Das heißt, CNS, die Vokale fehlen aus irgendeinem Grund im Dateinamen. CNS irgendwas. Füssel. Also VSS. Wir haben die verlorene Demo gesucht und gefunden. Jäger der verlorenen Demo. Wir müssen ganz langsam das Säckchen mit Executable austauschen. Also die ganzen Files sind doch auf PUE verfügbar. Ihr könnt da irgendwie monatelang irgendwie rumsuchen. Ihr könnt da runterladen. Halt, wenn ihr ein Windows-System habt. Also wenn ihr eure Grafikkarte nicht mögt, damit könnt ihr sie quälen. Und zwar richtig schön. Nein. Garantiert. Also es wurde gefragt, ob das in VirtualBox läuft. Kannst mal probieren. Ruckel, McRuckel. Bei manchen Demos gibt es den Source Code, zum Beispiel bei unseren im Internet. Aber das steht, wenn er verfügbar ist, auch auf PUE. Wir können starten, oder haben wir schon gestartet und warten? Wenn ihr die Person seid, die es schafft, irgendwie super kleinen Byte-Size Linux-Code zu produzieren, seid ihr der King der Welt. Also, komm halt. Mehr, das. Linux, the year of Linux on the desktop und so. Stellt sich nämlich raus, beim Size-Coding ist es ein Vorteil, Windows zu verwenden. So. Jetzt Klappe halten. Okay. Nicht mehr über Windows. Thank you.
So, während Fifth die nächste Demo raussucht, weil wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, wir wollen ja nicht überziehen, schauen wir uns die Demo, also die wurde auf der Revision gezeigt, 2017, das ist keine aktuelle Demo, hat dort den zweiten Platz belegt und war von Conspiracy, auch eine 64K-Demo, wie die folgende, und die ist von Poobrain und Logicoma, also eine Kooperation, und wurde auf der Vogue gezeigt und hat den ersten Platz belegt. So, wir müssen uns jetzt auch wieder ein bisschen ranhalten. Als nächstes kommen wir wieder in die Unlimited-Kategorie, also PC-Demo einfach nur. Die ist jetzt von Altair, wir haben schon eine gesehen von Altair. Gezeigt auf der Demobit in Bratislava in der Slowakei und hat den ersten Platz belegt. Ja, können wir loslegen. Have you not heard?
So, und nun die letzte Demo für heute, die ist auch etwas länger, die heißt For Your Love und ist von Andromeda Software Development oder ASD und wurde auf der Assembly in Helsinki 2018 gezeigt und hat dort den zweiten Platz belegt. Die wird gerade noch frisch entpackt für euch, quasi frisch aus der Dose gelassen und hoffentlich startet sie auch bald. Und dann ist das wahrscheinlich auch die letzte Demo, weil dann ist auch die Zeit rum. Ja. Geiler Ladescreen.
Wow. Geil. Ja. Ja, wenn ihr euch an der Stelle jetzt denkt, boah, ich hätte so Bock, auch mal so eine Demo zu coden. Ich kann nur sagen, macht das bitte. Es gibt nichts, was mehr rewarding ist, als wenn ihr auf so einer riesen PA und einem richtig geilen Big Screen eure eigene Demo mit eurem Code seht und die Leute finden das geil, die gehen voll ab dazu. Das ist richtig geil. Macht das einfach bitte, wenn ihr Bock habt. Ja. Und aber man muss so sagen, das ist irgendwie nicht so, als ob man es entweder Menschen gibt, die es halt wissen, wie das geht, und Menschen, die nicht wissen können, ever, wie das geht. Dass, wenn ihr jetzt Bock habt, sowas zu machen, dann schreibt irgendwen an, den Madunius oder sowas oder halt einen von uns oder redet uns nachher an. Das ist oft, ne, bis man irgendwie beim Status ist, wo das so geil ist wie Logicoma oder sowas, braucht das irgendwie 5 Jahre. Aber irgendwie, es ist super geil. Wir haben auch erst seit einem Jahr irgendwie da irgendeine Erfahrung gefangen, aber ich kann jetzt halt irgendwie Synthesizer schreiben, andere Leute können Grafik schreiben und so weiter. Das ist, wir sind gerne eure Trottel, weil die Szene oft so wirkt. Ne? Wir haben jetzt ja meistens nur erster, zweiter, dritter Platz gezeigt. Das ist sowas wie erster von 20. Ne? Irgendjemand wird auch disqualifiziert und sowas. Und es ist halt irgendwie sehr schade, dass die Szene oft so wirkt, als wäre sie abschreckend, weil man halt super hart elitär sein muss, um da irgendwas einzureichen. Deswegen, so ist es halt auch nicht. Es ist eine Szene, die sehr inklusiv ist, irgendwie jeder kann mitmachen, auch wenn er echt irgendwie so super den behinderten Code schreibt, dann halt bitte nicht irgendwie in meiner Demo-Gruppe, aber und so weiter. Aber wenn ihr Bock habt, ja, offenbar hat man, ist ja voll witzig und so. Wenn ihr Bock habt, mal irgendwie überhaupt rumzuhängen, aktuell haben hier der Alex und ich jede Woche eigentlich montags im C10 so einen Shader-Stammtisch, da kann man einfach mal rumhängen. Ihr könnt irgendwen anschreiben, wir haben keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung, da kann man was draus machen, sowas, ne, irgendwie. Und wir haben schon Demos eingereicht, also sowas von, also keine Scheu ist der Punkt, es wäre verschwendetes Potenzial, wenn jetzt Leute denken, das war cool, aber das können nur sowas wie 0% der Menschen, das ist Quatsch. Ich wurde gerade gebeten, darauf hinzuweisen, dass er Ahnung hat. Richtig, aber dann schreibt ihm halt eine Mail und dann kriegt er halt eine Mail zurück. Ja, ihr habt keine Ahnung und er hat Ahnung. Und gut, dass das geklärt wäre. Sehr gut. Das, wegen ist schon richtig. Es gibt Leute, die sind halt irgendwie seit 1999 in der Demoszene. Da sind bestimmt viele von euch schon geboren gewesen. Aber es gibt halt auch so Nasen wie halt uns, die halt irgendwie seit 1-2 Jahren so mal beschlossen haben, es wäre cool, rauszufinden, wie man irgendwie einen Kreis zeichnet. Und dann so, und dann so mindblown. Und so Nasen wie wir müssen jetzt leider Gottes zum Ende kommen. Voll okay. Ja. Aber sprecht uns an, wenn ihr Bock habt, was zu coden oder nicht. Ja. Wir sollen darauf hinweisen, nach der Revision kommt viel Making-of zu diesen Demos immer raus. Da sollen die Menschen sich mal, oder da können sie Menschen sich informieren. Ja, genau. Genau, also, das, ihr fragt euch, mich kennt ihr wahrscheinlich schon, ist ja auch egal. Also, einfach mal, dass ihr euch vorstellt, wer bist du denn? Ich bin Manx von Mercury. Halt, stopp, ich habe mir da was überlegt. Nummer 2 im Bunde ist? Nummer 4. Nein. Ich bin QM von Team 210. Ich bin der Madonius vom Team Entropia. Der 4. im Bunde ist? Ja, boah, gut gemacht, Mann. Ich bin Nummer 4 und ebenfalls von Team 210. Warte auf die Pointe und der 5. ist? Hallo, ich war Fifth vom Team Entropia und das war die Demo-Show.